Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Forex Pro Systeme Live Trading mit Thorsten Helbig. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und freue mich, dass Sie heute wieder live dabei sind, so früh am Morgen. Wir schauen uns den Risikohinweis an, denn dieses Webinar dient wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen und sollten nicht dieses Event als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Okay, dann offiziell nochmal guten Morgen, Thorsten, und ich übergebe sehr gerne den Bildschirm, wünsche viel Erfolg und viel Spaß. So. Warte mal. Muss ich nur mal gucken. Den hier werden wir heute einfach nehmen. Das geht natürlich nicht. Okay. Das ist nicht gut. Dann nehmen wir den. Jetzt dürftet ihr auch was sehen. Ja, genau. Okay, guten Morgen, die Runde, und schön, dass ihr es alle geschafft habt. Erstmal ein schönes guten Morgen aus dem Bayern, aus dem wunderschönen, aber auch jetzt gerade verregneten Bayern. Die Wohnmobilsaison ist gestartet nach Corona und wir sind die ersten Tage unterwegs. Eine sogenannte Probetour machen wir ja fast jedes Jahr vorneweg, bevor wir auf größere Touren gehen, sofern man uns lässt. Diese Tour haben wir letzte Woche gestartet. Wir haben uns letzte Woche, ja, am Mittwoch, glaube ich schon, nee, Donnerstag früh, auch Donnerstag früh, in Bad Dürkheim getroffen und jetzt sind wir im nördlichen Bayern und werden das nasse Wochenende dann wieder zu Hause verbringen. Wenn wir dürfen und wenn, also die Reisebeschränkungen werden ja wohl zum 15. Juni aufgehoben. Dänemark wird öffnen, so dass wir wenigstens nach Dänemark einreisen können. Schweden ist offen, was ja unser Durchreiseland ist. Jetzt fehlt nur noch, dass die Norweger uns auch reinlassen. Und wenn das soweit ist, werden wir die Tour dann starten. Und darauf werden wir uns die nächsten Tage zu Hause vorbereiten. Also nächste Woche wohl, so wie es aussieht, dann wieder Webinare eine Woche lang aus dem Büro und dann auch dementsprechend mehr. Ja, Österreich ist offen, aber nur für Durchreisende. Und den Sommer in Italien zu verbringen, ist, glaube ich, nicht die beste Idee. Okay, wir kümmern uns aber heute hier mal oder versuchen uns heute Morgen mal ein bisschen um die Märkte zu kümmern, sofern man hier überhaupt noch von einem Markt reden kann. Das ist ja schon kein Markt mehr, das ist ja. Ja, wie früher auf dem Viehmarkt oder so. Ich mache diesen Job jetzt seit circa 15 Jahren ungefähr und mache diesen Job fast jeden Tag. So, einmal ganz kurz zwischendurch. Ich muss euch ab und zu mal kurz den Ton klauen, weil die frische Luft hat mir entweder ein paar Pollen in die Nase gepustet. Oder hier fliegt Corona durch die Gegend. Also bitte nicht erschrecken, wenn ich kurz Pause mache und euch den Ton mal zocke, so wie jetzt. Aber ihr müsst ja nicht alles mitkriegen, was man hier macht. Das, was hier im Moment abgeht, ist kein für mich kein normaler Markt und sehr schwer handelbar. Wir starten dazu mit dem, kann ich den noch hier rüberschieben? Ich muss bestimmt was probieren, ob ich euch hier auslagern kann. Das geht anscheinend. Sehr schön.
weil dieses Panel hier ist immer im Weg. Und wenn man das dann wegschieben kann, hat man mehr Platz auf dem Schirm. Habe ich einen zweiten Schirm geschoben. Sehr schön. Hätte mir ja auch mal jemand sagen können, ne? Schauen wir uns hier die Nummer mal an. So. Wir gehen mal in den H4 hoch und ich habe hier was vergessen, wie ich gerade sehe. So. Ich bin heute ganz bewusst nicht auf dem VPS, weil ich den aktiven Handel wohl heute etwas nach hinten schieben werde oder nach hinten schieben muss. Heißt immer, trade das, was du siehst und nicht das, was du sehen willst. Als Grundlage im Euro haben wir hier diesen extremen Abverkauf, nachdem wir diese extreme Linie nach oben gezogen haben, Anfang des Jahres, also Februar. Diese nochmal nach oben gezogen und dann haben wir hier angefangen am 10. März diese Geschichte nach unten abzuverkaufen, von der knapp 1,15 bis runter, um das Gap zu schließen oder sogar unter das Gap Close zu schießen bei der 1,0630, mal bummelig gute 900 Punkte. Diese Geschichte hatten wir zwar auf dem Deckel, aber als maximales Level hatten wir die 1,1170 auserkoren für die Korrektur. Diesen Bereich hier hat er vorgestern hier auch sauber ein paar Mal angetestet hier und hat sich hier in diesem Bereich auch schön gehalten. In einem der letzten Webinare haben wir noch gesagt, wir haben hier dieses Doppeltop, der darf gut nochmal hier hoch an die 1,1170, so diesen Bereich schießen. Er ist sogar dann hier an die 1,1185, 1,1186, um dann im Endeffekt wieder hier unter der 61,8 zu schließen. Das ist seit gestern Geschichte. Er hat dann gestern Nachmittag beschlossen, den Weg nach oben doch fortzusetzen und hat sich nach oben weit abgesetzt und hat in diesem Bereich von der 61,8 um 100 Punkte durchschossen. So eine Geschichte mal ganz kurz zu verletzen ist üblich, ist auch eine absolut legitim. Der Kurs wird ja immer da festgelegt, wo auch Geschäft zu machen ist. Und wenn hier oben in diesem Bereich die Geschäfte liegen, eben die Short Limits, für die, die auf die Fortsetzung spekulieren, dann muss auch der Kurs da irgendwann mal festgelegt werden. Ist ja klar. Aber das hier ist weit über dem, was zulässig ist. Was für mich jetzt das Schwierige ist, und das habe ich vorgestern auch schon mal gesagt und gestern früh auch geschrieben, das Schwierige an der Geschichte ist, dass wir aus dieser Geschichte jetzt hier oben landen müssten, wenn wir diesen Schlusskurs haben, da bei der 1,20. Mittelfristig bei der 1,20, nachdem wir diesen Bereich hier durchschlagen haben. Der Verlauf dazu, wie gesagt, mittelfristig, wer sowas handeln will, Verlauf dazu wäre knapp hoch über die 1,15.
dann diese Geschichte nochmal anlaufen und dann nach oben zu ziehen. Was wir jetzt testen müssen, ist, haben wir auch A gleich C betrachtet? In dem Fall, wenn wir jetzt nach oben weiter durchziehen, müssten wir diese Geschichte von da nach da ziehen und dann schauen, reicht das? Demnach wäre, wenn wir hier hochlaufen sollten, wäre hier oben C, das wäre zu weit. Also haben wir die Chance, dass die Korrektur bis hier runterläuft. Zack, 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 weg. Das wäre ein normaler oder vernünftiger Verlauf, der nach Regelwerk so verlaufen kann oder verlaufen sollte. Um das abzuchecken, muss man gucken, deckt sich das mit eventuellen FIBO-Leveln und so, darf er überhaupt so weit zurücklaufen, ja oder nein. Sollten wir jetzt hier nur einen Fake hinlegen, dass wir hier nur dieses Hoch, na komm her hier, dass wir hier nur dieses Hoch bei der 1,1140, 1,1150 hier in diesem Bereich kurz rausgenommen haben, brauchen wir heute noch einen Schlusskurs hier unten drunter. Allzu viel können wir heute nicht erwarten. Morgen sind NFP. Die NFP sind diese Woche dafür prädestiniert, dass wir viele Verwerfungen wahrscheinlich bekommen werden. Die schlimmsten Verwerfungen haben wir schon. Einmal, dass wir hier diese Marken kaputt gemacht haben. Aber wir haben die Marken jetzt nicht so kaputt gemacht. Ja? Wir haben die Marken jetzt nicht so kaputt gemacht, dass er hier davongezogen ist. Was ziemlich ungewöhnlich ist an diesen Situationen ist, wenn der Markt sowas macht, dann zieht er so eine Geschichten in einem Rutsch durch, bestätigt kurz und zieht volle Granate von dannen. Aber nicht im ersten Anlauf. Und das ist der erste Anlauf. Hier. Wenn wir uns das im Stundenchart mal angucken, ist das definitiv der erste Anlauf, wo er sich hier so richtig schön durchgemogelt hat. Das ist nicht üblich. Dazu liegt hier in diesem Bereich zu viel Material, was abgearbeitet werden sollte, bevor man dann da durchgeht. Deswegen hier mittelfristig Vorsicht. Man sieht es hier auch an unserem Euro Pro von gestern. Das wäre der Verlauf von gestern gewesen. Das heißt, gestern früh war hier oben die 1,1229, 1,1238. Dieser Bereich stand hier auf dem Deckel, um zu shorten, um dann bis hier runter zu laufen, wenigstens bis an die 1,1166 und dann nach oben durchzuziehen. Er hat weder die Marken hier unten abgearbeitet, noch ist er die in irgendeiner Form überhaupt angelaufen. Sondern völlig unsicher hier morgens in diesem Bereich. Da, na, von der 1,1227 ungefähr 30, 40 Punkte bis nach unten in diesem Bereich hat er sich hier einfach aufgeschossen. Und hat gestern nichts abgearbeitet von dem, was er abarbeiten sollte. Ich weiß, dass wir uns ein paar Leute hier bei der 1,1229 da drunter ihre Limits liegen hatten, ihre Short Limits. Logisch. Ansicht, habe ich bei Nelson gelernt, Datenfenster, ne?
Ja, da brauchen wir nicht zu warten. Das High bei 1,12,27,3. Ich weiß, dass der ein oder andere sich da oben die Geschichte gestern gegriffen hat, um wenigstens hier seine 12 oder 15 Punkte Tagesziel rauszuholen. Wenn man in diesem Fall dann natürlich Optimist ist, so wie ich das gerne mal bin, an diesen Zielbereichen, gerade wenn die dann so sauber angelaufen werden und dann die Umkehr handeln und dann hofft hier unten auf die 86, auf die 66 und dann bremst das Ding abrupt an der 90 und das auch noch mit einer Kerze, die ich jetzt mal ein bisschen größer mache. Da, dann bremst das auch noch mit einer Kerze, die das Tief macht bei der 1,11,90 und dann innerhalb von 5 Minuten wieder bei der 0,3. Dann ist man hier erstmal ziemlich überrascht und weiß gar nicht, was man davon halten soll. Das war gestern so ein klarer Hinweis oder so eine klare Geschichte, wie wichtig es ist, seine Stops dann doch relativ schnell oder eben sogar automatisiert hinterherlaufen zu lassen. Also hier mittelfristig haben wir uns im 1-Stunden-Chart angeguckt, halte ich mich eher zurück. Da habe ich im Moment keinen Plan drauf. Für heute ergibt sich dann ganz einfach. Guck, ich gucke gerade ein schöner Kutter vorbei. Ich liebe ja so eine Plätze, so wie hier, wenn man dann schön am Wasser steht und morgens aus dem Fenster guckt, ein bisschen auf den Bildschirm und den Rest aus dem Fenster guckt und dann das Schiff halt ein bisschen zugucken kann. Macht Spaß. Wir sehen hier die Zielbereiche von heute wurden gestern Abend schon mal produziert. Das heißt, für heute genau das Gleiche, übergeordnet. Schauen wir uns das hier nochmal an. Übergeordnet, unstrittig, solange wir nicht unter die Linie mal jetzt mal rot. So. Da dürfen wir jetzt nicht drunter fallen. Da. Solange wir jetzt nicht unter die 1,11,83 fallen, solange ist der Trend im Stundenchart noch intakt. Und ersten Schlusskurs darunter dürfte uns zu etwas anderem bewegen. Das heißt, wir können ganz beruhigt heute, da fehlt einer, wo ist er? Da oben. So, wir können also ganz beruhigt auch angehen, dass wir bis zu 1,1195 laufen. Gucken wir vielleicht sogar noch einen tiefer. Nein, einen tiefer sollten wir nicht. Demnach wäre das Idealszenario, wenn wir mit dem übergeordneten Markt weiterlaufen wollen. Und wir sollten eher mit dem Trend laufen als gegen den Trend, dann wäre das hier der logische Verlauf. Der logische Verlauf, eins, elf, 95. Und danach 1,1236 und 1,12,1,12,52. Ja. Das wäre diese Route, die hier. Ob die Marken nun genau angelaufen werden, das weiß man nie. Aber wir haben die Möglichkeit, uns nach diesen Marken auf jeden Fall
zu orientieren, dass diese Bereiche laufen. Anwendungshinweis für unsere Geschichten, so wie wir das auf Facebook und so weiter immer veröffentlichen. Anwendungshinweise dazu, dass diese Marken, die wir hier haben, 1.12.11, 1.12.00 und 1.11.95, dass die angelaufen werden können. Wenn wir aber mit Limits arbeiten, legen wir die Limit nicht auf die 1.11.95, sondern auf die 1.11.97 oder besser sogar 1.11.98. Bei Long Limits immer 2, 3, 4 Punkte oben drüber, bei Short Limits immer 2, 3, 4 Punkte unten drunter. Das, der Hinweis ganz bewusst, weil immer die Fragen kommen, ja, du hast aber draufgeschrieben 1.11.95, da habe ich drauf gewartet und dann hat er schon an der 97 gedreht und ich bin draußen geblieben. Warum nicht früher einsteigen? Doch, klar kann man was. Dafür haben wir hier in der Plattform die Limit Pullback. So, jetzt klaue ich euch mal ganz kurz den Ton. Wieder da. Das Trompetenkonzert müsst ihr ja nicht mit anhören, ne? Die zweite Linie, die wir dann in Rot einzeichnen sollten, wäre der Verlauf erst da hoch. Ich mache die einfach mal rot, weil das die längere Linie wird, die längere Strecke. Da gehe ich gleich drauf ein, lieber Patrick. Und dann parallel da hoch. Und auch hier. Das wäre aber die Strecke 1.12.36 bis 1.12.52, obwohl die 1.12.52, die setze mich ich mal in Klammern, weil die nicht zwingend angelaufen werden kann. Es kann durchaus sein, dass eine 1.12.36 hier schon Schluss ist. Dann 1.11.95 und dann 1.12.52. Das wäre die rote Route. Diese 1.12.52 muss jetzt nicht zwingend bei diesem Lauf kommen hier, sondern dieser Lauf, der kann hier in diesem Bereich schon enden. Wäre für uns auch die einfachere Variante, um dann nach unten zu gehen. Hier in diesem, wo ist denn der Chat? Welcher Chat? Keine Ahnung, was du meinst, Marco. Wir haben diese Strecke hier so viele Tage, viele, viele Tage erlebt, dass sie dann genauso abgelaufen ist. Wenn jemand, so wie unser Patrick jetzt sagt, okay, ich schaue jetzt nach einem Long nach Euro Pro, das schauen wir uns gleich mal an. Ob das Sinn macht oder nicht, dann muss man wissen, dass wir hier oben dann bei der 1.12.36 ausgebremst werden können. Das wären nach 18 Punkte, mein lieber Patrick. Wenn du das tust, was mutig ist, aber wenn du das tust, musst du wissen, dass du da oben sehr schnell ausgebremst werden kann. Sprich die Scheiße mit, ne?
zu Nase. Ich hoffe, es ist noch erträglich. Wenn wir jetzt nach Euro-Pro-Regeln gehen, müssen wir ja fairerweise sagen, wir brauchen die erste Aussage, haben wir übergeordnet einen Trend. Und übergeordnet haben wir einen Trend. Wir haben eine Bewegung, wir haben eine Korrektur, wir haben eine Bewegung, wir haben eine Korrektur. Und selbst hier im kleineren Maßstab, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. Wir haben aufeinanderfolgende fallende Tiefs. Und wir haben aufeinanderfolgende tiefere Hochs. Okay? Und damit bewegen wir uns hier in einem Abwärtstrend. Und wenn wir uns in einem Abwärtstrend bewegen, sollten wir ein Long Setup vermeiden. Euro Pro immer in Trendrichtung und nicht entgegengesetzt. Okay. Mit Euro Pro meine ich das Regelwerk Euro Pro. Das gucken wir uns gleich mal an. Da haben wir unser Euro Pro in 5 Minuten. So. Da haben wir Euro Pro in 5 Minuten. Und dort sehen wir auch, dass wir ganz klar abwärts unterwegs sind. Demnach müssten wir uns ein Short Setup suchen. Paolo, wir haben Bild. Hast du keins? Und im 1-Minuten-Chart müssten wir uns in diesem Fall hier auch nach dem Regelwerk einen Short-Einstieg suchen. Aber dafür haben wir ja auch ein Regelwerk. Und dieses Regelwerk können wir im Moment gar nicht einhalten, weil die Trenddefinition, die wir dafür brauchen, fehlt. Also im Moment können wir weder Short noch Long was einrichten. Ja, wo die Macke herkommt, weiß ich nicht. Warum der jetzt zwischendurch ab und zu mal grün macht, keine Ahnung. Weiß das einer von euch? Habt ihr das auch? Ja, es ist grün tatsächlich zu sehen. Okay. Ja, zwischendurch springt die Farbe einfach um auf grün. Das ist im Euro Pro 3 nicht mehr. Patrick, arbeitest du mit Euro Pro 3? Läuft das stabil oder hast du Kummer mit der Plattform? Okay, dann werden wir uns da mal drauf einschießen müssen. Okay. Da, jetzt ist aus dem Grün wieder blau geworden. So, jetzt haben wir demnach hier diese Geschichte, dass wir jetzt einen roten Hintergrund kriegen, aber wir müssen trotzdem den Rücklauf bis nach oben abwarten. Erst dann kann man überhaupt nach Euro Pro drüber nachdenken, Patrick. Für dich dein Long Setup, was du gerade handeln wolltest, ist hinfällig. Demnach gucken wir uns lieber nochmal unsere Analyse von heute an. Wenn man jetzt ein Short Setup sucht oder
Wenn man jetzt ein Short-Setup sucht, muss man einfach wissen, dass wir bei 1,12, 1,12,11 und bei 1,12,00 in diesem Bereich, schon wieder ausgebremst werden kann. So, die Farbänderung liegt im MT begründet, da der MT generell keine Farben mischen kann, sondern diese per verrechnet Metacodes findet das gut so. Sagt mir erstmal gar nichts. Okay. Ist ja noch nicht lange so. Aber auch das kriegen wir in den Griff. Das Grün haben wir noch nicht so lange. Ich glaube erst seit einem Vierteljahr oder so. Oder sehe ich das falsch? Weiß nicht, Lutz oder so, ist irgendjemand von unseren langjährigen Leuten hier, der da eventuell mitreden kann. Ich habe es nicht genau registriert, weil ich oft. Okay, ist ja auch egal. Okay, wir wollen ja hier schauen, wo wir hinlaufen können. Also, in unserem Fall jetzt hier runter an die 1,1211, 1,1200, 1,1195, hier runter in diesem Bereich. Hier runter. Und hier unten müssen wir eine Kehrtwende abwarten in Umkehrformation. Besteht die für das S, wenn wir einen Schlusskurs hier unter diesem Bereich 1, 12, 11 haben, hier unten drunter. Den Schlusskurs jetzt da drunter, den haben wir gleich. Und dann durch und dann eine schöne Umkehr an der glatten 1, 12 und einer 1, 1, 11, 95. Wie handeln wir sowas? Indem wir hier runterlaufen und dann die Zeitebene wechseln. Ich suche mir die Umkehr hier unten immer im 1-Minuten-Chart. Wenn ich hier nach Zielbereichen ein Entry suche, versuche ich das in der Form zu gestalten. Da haben wir es. Und da haben wir auch unsere Linien noch drin. Sehr schön. Ich lasse den hier runterklatschen. Wenn er hier unten im 1-Minuten-Chart eine Umkehr liefert, würde ich hier ein Drittel der Position platzieren. Hier unten ein Drittel der Position reingeben nach dem 1-Minuten-Chart. Wenn wir dann eine klare Umkehr im 5-Minuten-Chart haben, vielleicht können wir uns das jetzt sogar gleich einmal live angucken. Runter an die 1,12, kurzes Spike da durch, wieder zurück nach dem 1-Minuten-Chart, ein Drittel der Position. Und wenn ich dann ein Drittel der Position platziert habe, dann würde ich hier in den 5 Minuten umschalten. Und wenn diese Umkehrformation vom 1 Minuten auf den 5 Minuten übertragen wird und wir auch in 5 Minuten eine Umkehrformation haben, würde ich die Position nach 5 Minuten Chart aufstocken. In diesem Beispiel hier unten, diesem Bereich, den wir jetzt wahrscheinlich gleich anlaufen werden, die glatte 1,12. Den TP kann ich in diesem Fall hier schon mal rausnehmen. Der Verlauf, na komm. Entschuldigung, ich klaue ich mal ganz kurz den Ton. Gesundheit. Ja, danke. So, wieder da. Hier den Schlusskurs unter der 1,12,11, den haben wir schon mal fabriziert.
Jetzt dürfte das ziemlich zügig gehen. Das wäre runtergehen an die 1,1211. Und dort kann man drüber nachdenken, eventuell nach 1-Minuten-Chart einzusteigen. Wenn wir die Geschichte jetzt so starten sollten, da unten, nach 1 Minuten, vielleicht haben wir ja gleich das Glück, wäre mal schön. Nach 1 Minuten-Chart ein Drittel der Position rein oder die Hälfte der normalen Positionsgröße. Dann das Ding umdrehen lassen, sofort in den 5-Minuten-Chart umschalten. Im 5-Minuten-Chart dann die Umkehr abwarten, wenn die dann auch kommen sollte, nach 5 Minuten-Chart aufstocken, die Position verdoppeln. Und jetzt, wenn wir dann von der 1,12 hier unten kommen, wir sind oben an der 1,1236, dann können wir den ersten Teil, den wir bei der 1,12 hier unten eröffnet haben, bei der 1,1236 rausschmeißen. Selbst ein Drittel Positionsgröße würde reichen, um ein Tagesziel zu erreichen. Wenn wir dann dieses eine Drittel hier oben rausgeschmissen haben, können wir das zweite Drittel hier dann Break-Even abgesichert nachlaufen lassen. Aber dazu müssen wir erstmal in die entsprechende Situation kommen. Jetzt wird das mit der Nase aber langsam anstrengend hier. Rolle ist auch nicht mehr das, was mal war, ne? So, ich würde ja dieses Setup hier lieben gerne sogar mal so handeln, weil ich habe gestern schon mal mit Herbert bei uns aus der Gruppe darüber gesprochen und vorgestern habe ich das schon mal erklärt und ich glaube, für unsere Paternoster ist es mal wichtig, dazu auch eine entsprechende Veranstaltung zu machen. Wir sind auch gerade dabei, einen Plan für so eine Veranstaltung zu erstellen, wobei mir Herbert und auch Ede helfen. Wie so wie früher? Erklär mal das so wie früher, Patrick. Früher war alles besser, sagt meine Oma immer. Hat meine Oma gesagt. Heute sagen es meine Eltern. Ja, auf den DAX schauen wir gleich mal, aber der ist für mich im Moment völlig uninteressant, solange der sich da oben irgendwo bei der 12.500 aufschießt. Ich verstehe den DAX im Moment überhaupt nicht, habe da überhaupt keinen richtigen Plan drauf. Und deswegen halte ich mich da jetzt auch etwas zurück. Wir werden gleich mal einen Blick drauf werfen, aber viel mehr auch nicht. Diese Kaufpanik kann ich nicht teilen. Schau alle Videos an, um den Einstieg zu lernen. Das ist eine gute Idee. So kann man den Tag verbringen. So, jetzt schauen wir uns mal diese Geschichte an. Das ist heute ein schöner Tag, um mal die Kombination aus Zielbereich und Euro Pro einfach mal zu lernen. Da, wir haben ja ein neues Tief, demnach sind wir ganz klar in einem Abwärtstrend. Und wir müssten jetzt, wenn wir jetzt einen Rücklauf macht bis hier hoch, hätten wir die Korrektur, müssten uns nach Euro Pro, nach Euro Pro hier reinschorten. Wenn wir das tun, müssen wir aber wissen, dass hier unten unsere Zielbereiche lauern und hier die Umkehr ist. Das heißt, wenn man sich jetzt hier nach Euro Pro reinschortet, muss man definitiv damit rechnen, dass es sehr, sehr schnell hier unten umkehren kann und wir nach oben schießen. Nach Regelwerk einzusteigen ist nie verkehrt, weil an der Börse
kann alles passieren, auch das Gegenteil. Aber wir müssen wissen, wenn die Zielbereiche hier unten sind, dass wir dann dementsprechend schnell die Stops nachziehen müssen. Der Ton ist weg, ne? Nein. Bei mir nicht. Und Nelson hört mich auch. Das ist wichtig. Alles gut. So, ich würde jetzt mal kurz auf den DAX wechseln. Wenn hier sich in der Zeit was tut, dann bitte schreien. Einfach Bescheid sagen. Okay? So. Hier haben wir nicht nur auf den DAX, sondern auch auf den Dow. So. Und da sehen wir, dass der Dow gestern Abend noch spät sein typisches Szenario angelaufen ist. Hier den ersten Einstiegsbereich, Umkehr. Ich weiß nicht, wer von euch das gehandelt hat, aber dann raus aus dem, den Einstiegsbereich nochmal bestätigt, hoch in den zweiten Einstiegsbereich. Und was er dann danach sehr gerne macht, nochmal ein nachlaufendes Hoch. Und demnach sollten wir hier in dem Bereich 25,830. Ich würde den jetzt mal etwas verkürzen auf 25,840. Da ungefähr würde ich das Ziel für heute bis morgen ungefähr platzieren. Der Junge hat die Möglichkeit, da diesen Einstiegsbereich hier angelaufen hat, was ich gestern nie gedacht hätte, dass er bis zur 26,3 schießt, nachdem er gestern früh auch bei 25,8 war. Hat er diese Marke doch gestern spät abends geholt und heute Nacht sogar noch nach oben kurz verletzt. Das gleiche Bild kann man im DAX erkennen. Hier ein Hoch markiert und hier ein nachlaufendes Hoch markiert. Hier wäre es normal gewesen nach diesem Rücklauf. Da haben wir das Hoch. Hier unten hätten wir dafür eine Nackenlinie. Und demnach sollten wir auch hier, zack, wenigstens bis da hinten, bis da unten durchlaufen. Der Vorteil bei der Geschichte wäre für die Bären, so wie unser Günther R., dass er der große Pessimist ist und noch shortet. Ich halte mich hier im Moment da etwas zurück. Wenn wir jetzt einen Rücklauf kriegen hier an die Nackenlinie, hier in diesem Bereich, würde ich mir das eventuell überlegen, ob ich dort nochmal shorte. Das Ziel lauert aber auch schon hier unten bei der 12.386. Was ich gestern ignoriert habe bei der ganzen Geschichte, das war mein Fehler und hat uns ja auch ein paar Punkte gekostet, ist, dass wir unsere Emma, nachdem wir die hier nach oben durchschlagen haben, am 1. Juni, hier in diesem Bereich nicht mehr nach unten verletzt haben. Wir haben uns sauber hier hochgehangelt. Ich hätte mir die Short-Position gestern sparen sollen und dann hätten wir auch weniger Verluste gehabt. So mussten wir gestern im DAX die 50 Punkte Verlust kassieren. Ich war zu euphorisch. Aber auch das gehört dazu. Börse ist nun mal keine Einbahnstraße, obwohl das hier im Moment nach einer Einbahnstraße aussieht. So. Jetzt schauen wir uns mal hier diese Geschichte an. Ich habe hier noch zwei alte Linien drin, die 12.562 haben wir da. Und jetzt sehen wir, wenn wir
das ganze Spiel mal zusammennehmen. Ich mache erstmal schnell alles leer, alles raus. Dann sehen wir, dass wir. Na komm. So. Hier am absoluten. Auch noch verkehrt rum. Nein, ich bin nicht auf dem Server, da der heute eventuell überarbeitet wird. Ich bin auf meinem Rechner hier. Und deswegen habe ich hier noch nicht den richtigen FIBO drin. Nicht sauber aufgearbeitet. So, wir sind hier an der 76,4, die er gestern nur relativ knapp durchschossen hat. Und gerne wird er ja von den großen Händlern, wird er diese Marke auch benutzt, um dort die neuen Short-Positionen zu platzieren. Auch hierfür müssen wir abwarten, bleiben wir heute konstant da drunter oder bekommen wir eventuell hier in diesem Bereich nochmal ein nachlaufendes Hoch. Nee. Da. Hier haben wir ein sauberes Doppeltop, das haben wir uns gerade angeguckt. Dadurch, mit diesem Doppeltop dürfen wir noch die 50 Punkte nach unten bis zur 12.485 circa. Da dürfen wir hinlaufen. Wenn wir die 12.584 haben, dann haben wir im 5-Minuten-Chart unsere Emmas kaputt gemacht. Das sind die 200er in 5 Minuten. Mein lieber Christian B., die werden von den Amis sehr gerne benutzt. Die wären, wenn wir das Doppeltop auflösen, nach unten wären die Emmas kaputt. Und wenn die kaputt sind, dann haben wir auch bei den Bären bessere Chancen. Wir sehen hier, wenn die einmal, ja. Du wolltest ja, dass man dich auf den Euro hinweist. Das hat der Manfred gemacht. Oh, okay. Zack. Na. So. Was hätten wir denn jetzt hier, mein lieber Manfred? Danke für den Hinweis. Was hätten wir denn hier jetzt gleich für ein Regelwerk? Was hier jetzt greifen würde. Ja, hier sind wir jetzt genau in der Phase, wo wir eventuell ein Euro pro Setup kriegen würden. Und das genau hier, da guck mal. Wir haben hier eine Umkehr in 5 Minuten, haben die 1.12.11 aber nicht nochmal bestätigt, sondern haben wir das High bei 1.12.17.7. Bei 1.12.17.7. Hä? Ah, das Datenfenster hat mir den Nelson beigebracht. Dann sieht man auch. So. Bei 1.12.96, der hat eine ganz andere Kerze genommen hier. Bei 1.12.96 haben wir das High und bei 1.12.11 unser Zielbereich. Das heißt, diese Umkehr hat anscheinend diesen Zielbereich bestätigt. Und hier haben die Jungs jetzt diese Umkehrkerze gebastelt, weil sie weiter short wollen. Wenn ich jetzt daraus was lese, und diese Nummer hier jetzt Gültigkeit behält, dann haben wir A gleich C. A gleich C würde heißen, wir laufen hier runter bis knapp unter die 1.11.95. Zurück in den 1 Minuten heißt das, jetzt einen Rücklauf in die Wolke,
Rot ist alles. Und dann kann man schon mal schauen, wo der Stop hin muss. Der Stop muss über dieses Hoch. Das wären bloß 4, 5 Punkte. Also kann ich das hier auf jeden Fall schon mal reduzieren auf 6 Punkte. Mehr Risiko will ich nicht eingehen. Wir haben als Ziel auserkoren, da unten A gleich C, die 1,1193. Das wären 12 Punkte, je nachdem, wo man reinkommt. Kann die Zeit ja nutzen, mir ein neues Taschentuch zu holen. Und euch kurz den Ton klauen, um auch das Taschentuch zu benutzen. So, wieder da. Ich brauche, um meinen Entry zu rechtfertigen, suche ich mir meinen Einstieg innerhalb, wenn ich jetzt einen Short-Einstieg nehme, innerhalb dieser Wolke. Den kann man, wenn man genau weiß, wie Euro Pro funktioniert, kann man schon versuchen, hier oben diese Nummer zu greifen. Wenn man streng nach Regelwerk handelt, brauchen wir jetzt nochmal einen Rücklauf in die Wolke, um den Einstieg auch hinzubekommen. Nach Regelwerk, ne, mein lieber Patrick? Beide Linien zeigen nach unten. Beide sind nach unten gerichtet. Der Filter ist rot, der heißt übergeordnet ganz klar, dass wir mit dem Trend unterwegs sind. Alles steht hier auf Rot. Guck mal in dein Handbuch, mein lieber Patrick. Das Regelwerk. Jetzt kriegen wir den Rücklauf. Und in dem Fall, in diesem Rücklauf, wenn er jetzt nicht zu stark ist, würde ich sehen, mich unter diesen Kerzen einstoppen zu lassen. Und zwar diese Sell Stop Order, und die würde ich im PLH1 mit einem Punkt Abstand hinterher trailen lassen. Also immer unter der letzten Kerze. So, kriegen wir jetzt hier ein neues Hoch, hier oben drüber, lösche ich diese Order, weil dann ist das Regelwerk hinfällig. Aber was hat dann gegriffen? Wovor haben wir vorhin gewarnt? Was hat dann hier übergeordnet gegriffen? Warum zieht die Order jetzt nicht hinterher? Jemand eine Ahnung, was ich falsch gemacht habe? Sell-Stop sollte mit einem Punkt Abstand hinterhergetreten werden. Aktiviert ist es auch. Machen wir es halt manuell. So, in dem Moment, wo wir jetzt hier ein neues Hoch kriegen, haben wir einen Trendbruch in 1 Minute und damit wäre diese Nummer hinfällig. Ah, ich bin bei neuer Order. Danke.
Die hier soll hinterhergetreten werden. Und das mit einem Punkt Abstand. Danke. So. Jetzt haben wir mal kurz was Grünes da. Das sollte vielleicht bei der nächsten Kerze wieder anders sein. Ja, ich war in der falschen Order. Ich war bei der neuen Order und nicht bei der bestehenden Order. Einmal einen Blick auf unsere Zielbereiche. Da hatten wir das Low. Da hatten wir das Low bei 1,1204. Und wir wollten runter bis an die 1,12. Das ist noch zu schwach. Der ist zu weit weg. Auch die hätte jetzt in keiner Form gegriffen. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass wir hier kein neues hochkriegen. In dem Moment, wo wir jetzt da oben drüber gehen, würde ich diese Order rausschmeißen. Bei 1,1200 unten lauert unser Zielbereich für den Entry. Wir waren hier, wie gesagt, nur bei der 1,1204, vier Punkte zu weit drüber. Der Abstand ist mir zu groß. Solange wir kein neues hochkriegen, hat unser Regelwerk Gültigkeit. Wie gesagt, ich habe hier schon mal auf 6 Punkte gestellt. Die Positionsgröße muss in diesem Fall runtergeschraubt werden, weil unten direkt die nächsten Zielbereiche lauern. Beim Pech haben wir nur 10 Punkte vor der Nase. Aber wir können auch den Stop dann direkt da oben drüber ziehen. Dann sind wir bloß bei 3,5 oder 4 Punkten. Wenn wir überhaupt die Chance kriegen, da was zu tun. Weil, wie gesagt, morgen sind Non-Farm Payrolls da, ich sehe. Und schon können wir den Stop etwas reduzieren. 5 Punkte Stop, dann gehe ich auch BE, wenn ich 5 Punkte vorne bin. Und den Take Profit, den haben wir da unten, den würde ich in dem Fall löschen. Wir haben gesagt, wir suchen uns A gleich C. A gleich C wäre hier unten bei der 93. Bei der 93 wären wir bei 12 Punkten. Also lege ich dort unten eine Long Limit hin. Neue Order. So. Da eine Long Limit auf die Marke, die wir unten anlaufen wollen. Und dann die Limit Pullback mit 2 Punkten Rücklauf. Wenn wir 5 Punkte vorne sind, geht der Stop Break Even. Oh, jetzt kommt Johnny Controletti und guckt erstmal nach, ob wir auch die Marken, ob wir auch bezahlt haben hier. Ja, nur mit 0,0 einem Lot. Ich handle hier auf meinem Rechner, den ich hier vor Ort habe, nicht in der Cloud, also nicht auf meinem VPS. Im Moment, weil mein VPS heute in Erwartung ist und meine Positionen handle ich sonst im VPS. Ich bin im Wohnmobil unterwegs
Und wenn ich den Rechner hier runterfahre nachher, muss ich meine Position rausschmeißen. Und das ist nur zu Demonstrationszwecken, einfach nur zu zeigen, wie ich das handle. Ja, richtig. Ich würde hier in dem Fall, das gucke ich mir jetzt auch an, erstmal nur die Position schließen, hier unten. Wer dort unten direkt drehen will, sollte dieser Order hier einen Reverse-Befehl verpassen. Wie viel Prozent ansonsten pro Konto? Ich handle in der Regel 2% Risiko. 2% Risiko pro Position auf meinem Konto. Ist eine ganz einfache Rechnung. In der Regel handle ich Konten, meine Hauptkonten sind mit 10.000 Euro belegt und 10.000 Euro mal 12%, immer 2% sind wie viel Dollar? Also erstmal umrechnen, wie viel Dollar sind das bei 1,12? 10.000 wären in dem Fall 11.200 Dollar. Ich runde diese ganze Geschichte immer ungefähr und sage, okay, wenn wir jetzt bei 12.000 Dollar sind, mal 2%, bin ich bei 240 Dollar, die ich riskieren darf. Und 240 Dollar durch 8 Punkte Stop, die in der Regel so im Grundregelwerk eingetragen sind. Wenn ich mit 8 Punkten Stop arbeite und die 240 durch 8 rechne, bin ich bei 30 Dollar, die ich pro Punkt riskieren kann. Und wenn ich pro Punkt 30 Dollar riskieren darf, entspricht das einer Positionsgröße von 3 Standardlot. Wenn ich das Glück habe, so wie hier, ich hatte ja vorhin auf 6 Punkte eingestellt und dann 12.000 sind 240 wieder und die 240 durch 6 Punkte, wie ich das vorher weiß, ich kann mit 6 Punkten Stop-Loss auskommen, dann darf ich sogar 40 Dollar pro Punkt riskieren und darf mein 10.000-Euro-Konto in diesem Fall sogar mit 4 Standard-Lot handeln. Und wenn ich dann diese 4 Standard-Lot nehme und wir landen hier unten bei der 92 und wir kommen hier von der 05, sind das 13 Punkte und 13 Punkte mal 40, das sollte dann auch reichen. Ja, die Position lassen wir jetzt einfach mal so laufen, wie sie ist, wenn wir 5 Punkte vorne sind. Also ganz knapp hier unten unter diesem Tief landen, springt der Stop automatisch Break-Even. Nach Trenddefinition können wir sogar den SL ein kleines Stück nachziehen, nämlich über dieses Hoch. Und damit sind wir nur bei 4 Punkten Stop. Ich muss immer sehen bei so einer Position, diese Nummer so eng wie möglich zu halten. Das Tagesziel sind 12 Punkte, deswegen sage ich immer Tagesziel 12 bis 15 Punkte. Wenn ich jetzt einen Stop von 10 Punkten eingehen muss, ist das Risiko größer. Wenn das Risiko größer ist, die Positionsgröße kleiner. Und wenn die Positionsgröße kleiner ist, dann brauche ich auch ein paar Punkte mehr. Aber ein größeres Risiko ist auch einer höheren Vola geschuldet, logischerweise. Wenn ich 10 Punkte Risiko brauche, habe ich auch eine größere Chance. Und deswegen heißt es dann auch, dass ich wohl mit hoher Wahrscheinlichkeit auch eine größere Punktzahl erreichen kann. Ja, wir haben hier dieses letzte Hoch, haben wir bei 1,12085. Und der Stop ist bei 1,12095. Wir haben ein Spread von 0,7. Das heißt, wenn wir dieses Hoch hier verletzen würden, um einen ganzen Punkt, dann haben wir ja einen Trendbruch und dann muss diese Position auch raus. Denkt bitte dran, unten bei der 1,12 lauert unser Zielbereich, der eventuell bremsen könnte.
Bedeutet Limit Pullback 2 das Nacherreichen des Limits und Nichtausführung bei einem 2-Punkte-Rücklauf trotzdem glattgestellt wird? Ja. Das heißt, wenn er jetzt diese Order hier unten erreicht, wenn er die Limit jetzt anläuft, springt der Kurs automatisch oder ändert sich die Buy Limit automatisch in eine Buy Stop und die liegt dann 2 Punkte drüber. Und diese bei Stop wird dann im Abstand von 2 Punkten immer hinterher getrailt, falls der Kurs hier weiter nach unten durchfällt. Das heißt, sackt er innerhalb von einer Sekunde, ohne 2 Punkte zurückzulaufen, hier runter bis zu 78, dann liegt diese bei Stop in dem Fall dann auf der 80 und wird dann bei dem Rücklauf bei 80 ausgeführt. Das ist der Vorteil von der Limit Pullback. Und jetzt haben wir gleich das Phänomen, dass der Stop gleich Break-Even springt. Break-Even, dann liegt er genau über diesem Hoch. Da muss man sich überlegen, ob man das will oder ob man manuell eingreift und sagt, okay, ich bleibe bei einem Punkt Risiko und gleiche das mit der Markttechnik ab und lasse diesen Stop einen Punkt oder so da oben drüber liegen. Nach Zielbereich hat er jetzt die 1,12 glatt hier unten auf den Punkt genau geholt, so wie wir unsere pinkfarbene Nummer hier auch eingezeichnet haben. So, ich schmeiße diese Order raus und werde sogar in dem Fall jetzt umswitchen. Wir sind auf den Tick genau hier unten unser Muster angelaufen, was wir uns vorhin gemacht haben. Wir haben bei 1,12005 haben wir gesagt, wollen wir sehen, dass wir long gehen. Ja, es waren nur 3 Punkte, aber es sind 3 Punkte. Da. Und wir haben das Low bei 1,12001. Also um 0,00004 hat er die Marke hier verpasst. So. Und jetzt sehen wir hier ein bullisches Engulfing. Und damit muss ich diese Order rausschmeißen. Oder diese Position rausschmeißen. Das ist die Krux, wenn man dieses Regelwerk Euro Pro in der Form handelt. Der bessere Entry wäre, wie gesagt, hier gewesen. Dazu muss man das Regelwerk aber beherrschen und auch können. Dann wäre man hier oben 10 Punkte oder 4 Punkte früher reingekommen, hätte hier unten schon mal mit 10 Punkten glattstellen können, um das Tagesziel fast zu erreichen und sich eine Grundlage zu schaffen, hiernach einzusteigen. Wir sehen, Zielbereich angelaufen, Umkehr 5 Minuten. Aussage vorhin, habe ich jetzt verpennt, scheiße. Wir sind hier unten angelaufen und der Herbert fragt mich das immer sehr gerne. Wir sind hier unten im Zielbereich angelaufen. Ich habe vorhin noch erklärt, habe es jetzt aber nicht umgesetzt. Ist immer so, der Schuster hat die schlechtesten Leisten. Da oben drüber im 1-Minuten-Chart die Long-Position platzieren, Stop dort drunter. Wie gesagt, wenn wir eine Umkehr am Zielbereich, eine Umkehr im 1-Minuten bekommen, benutze ich die für den Entry. Wäre hier bei 1,12,03 gewesen mit einem Stop bei 1,11,99, also 4 Punkte Risiko. Und diese Position hätte man hier nach den 5 Minuten dann über der 5-Minuten-Kerze bei 1,12,05 aufstocken können. Hat es jemand verstanden, wie ich das heute Morgen gleich zum Start, als ich das hier erklärt habe mit den Zielbereichen, wie ich sowas handle, wie ich das gemeint habe?
Schade, dass ich es jetzt praktisch nicht in der Form umgesetzt habe. War das verständlich? Oder soll ich es nochmal wiederholen, bevor ich mich jetzt, oh, schon 56, muss mich gleich verabschieden. Jens Frauke ist long drin. Lutz, ich verstehe die Frage nicht. Ja. 9:50 Uhr ist da noch völlig, völlig legitim. Ja, sogar 52, 53 ist völlig in Ordnung. Machen wir doch eigentlich immer. Ich verstehe die Frage nicht. Musst du mir mal erklären. Muss ja nicht jetzt sein. Also, was ich heute Morgen erklären wollte, ist, dass wir diesen Zielbereichshandel um diese Zeit hier dann im 1 Minuten starten. Das heißt, in den 1 Minuten Wechsel, im 1 Minuten, so wie hier, die Position starten mit einem Drittel der Position. Und hier nach 5 Minuten Chart dann nach dieser Umkehrformation aufstocken und das erste Drittel hier oben rausschmeißen können bei der 36 und haben dann auch dort ein Tagesziel realisiert. Euro Pro habe ich auch vorher gehandelt, mein Lieber. Okay. Also, der Plan für heute steht. Den könnt ihr euch ja nochmal hier nochmal einen Screenshot machen. Dann wisst ihr auch, wo wir ungefähr hinwollen. Wenn ich richtig reagiert hätte, so wie ich es heute vorher erklärt habe, dann wäre das jetzt eine, wer ist das Tagesziel jetzt schon mal drinne? Mit den 3 Punkten oder 3,5 Punkten. Short und diese Nummer jetzt long, ist man sauber im Tagesziel und könnte jetzt um 9 Uhr, wenn die anderen sich jetzt gleich auf die Märkte stürzen, wären wir jetzt durchaus schon im Feierabend und könnten uns aus dem Markt hier verabschieden. Der Junge löst diese Geschichte wahrscheinlich auf. Wie gesagt, er hat ja noch 20, 30 Punkte nach unten, die er jetzt wahrscheinlich Punkt 9 zur Eröffnung machen könnte oder machen wird. Da haben wir auch einen sauberen Plan drauf mit der Auflösung dieses Doppeltops bei. Da haben wir schon die 85 gehabt. 12, 3, 85 war die Auflösung. Aber hier ist für mich erstmal Seitenlinie angesagt, bis ich einen klaren Überblick habe. Den habe ich im Moment überhaupt nicht. So, und damit will ich mich jetzt verabschieden. Hab weit überzogen heute, wollte ich gar nicht. Aber ich musste ja auch ein paar Mal mit einem Taschentuch um die Nähs unterbrechen. Dann haben wir die Zeit dem Kind rangehängt und sind damit quitt. Und damit sage ich erstmal danke. Schön, dass ihr da wart. Wenn Fragen dazu sind, dann schickt uns einfach eine Mail, dann werden wir das nächste Mal auch auswerten. Für diese Regelwerke, um das so zu handeln, wie wir das tun, gerade so kurzfristig. Ich wollte oder hatte nur heute die Chance, wirklich zu zeigen, wie wir beides handeln können. Ein sauberes Short-Setup bis an unsere Zielbereiche, an den Zielbereich ein sauberes Long-Setup, so dass man sich um diese Zeit verabschieden kann. Allerdings braucht man dafür logischerweise eine Euro-Pro-Lizenz. Diese Euro-Pro-Lizenz, um dieses Regelwerk und unsere Marken hier alle komplett auch zu erkennen und das Regelwerk auch umsetzen zu können. Hier braucht man logischerweise eine Lizenz, die könnt ihr bei uns käuflich erwerben. Bitte schickt uns einfach dazu eine Mail. Wir sind auch zu allen Schandtaten bereit, falls einer mehr will und vielleicht sogar bei uns bei den Paternostern mitmischen will, packen wir euch auch ganz gerne ein Paket. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag und sage
Tschüss, tschüss und moin, moin, euer Thorsten und danke an Nelson, dass wir hier diese Stunde gemeinsam verbringen durften oder konnten. Ich habe zu danken, Thorsten. Vielen Dank für das Webinar. Nicht vergessen, nächste Woche wegen Feiertag haben wir hier ein gemeinsames Webinar schon am Mittwoch. Und bis dahin wünsche ich natürlich viel Erfolg, alles Gute und würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Dann schönen Tag noch. Tschüss.